Die Firma eDrink Products mit ihrem Brand DrinkMate stellt auf der Ambiente-Messe in Frankfurt zum ersten Mal ihren portablen Sprudler vor. Dieser portable Sprudler kann man benutzen im Rucksack, wenn man wandern geht, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist oder einfach auf dem Campingplatz. Die Johanna stellt das Produkt vor, das zum Ende des Jahres auf den deutschen Markt kommt. Man nehme jeden üblichen Saft, den man gerne aufsprudeln möchte, füllt ihn in die Flasche rein, schließt den Deckel und jetzt kann man aufsprudeln, je nachdem wie viel man möchte, wie viel Sprudel. Jetzt ist die Flasche gefüllt mit CO2. Der Apfelsaft wurde aufgesprudelt und man hat Apfelschorle. Jetzt entlässt man den Druck der Flasche mit diesem Ventil. Jetzt konnte der Druck entweichen und man kann den Deckel abschrauben. Fertig ist die Apfelschorle, die man jetzt zu jeder Zeit genießen kann. Das Gleiche funktioniert auch mit anderen Getränken. Egal, was man aufsprudeln möchte. Normalerweise wird hier eine kleinere Gaskartusche genommen, sodass das Gerät noch handlicher ist. Zur Markteinführung in Deutschland werden natürlich noch Händler gesucht und wir freuen uns natürlich über jeden Kontakt. Alle Infos findet man auf unserer Homepage www.drinkmate.biz.